Farhad Hafezi, Privatdozent an der Universität Zürich und mehrfach international ausgezeichnet für seine Forschung auf dem Gebiet der Augenheilkunde. Verschiedene Patiententypen, die sich für einen refraktiven Lasereingriff entscheiden. Und ich gehöre genau in einen dieser Typen hinein, nämlich die Kontaktlinsenträger, die mehr als 20 Jahre lang problemlos Linsen vertragen haben und jetzt langsam in die Intoleranz rutschen. Da stehe ich jetzt, kann die Linsen nur noch 6 bis 8 Stunden problemlos vertragen pro Tag. Habe ich daher, so wie unsere Patienten, auch zu dem gleichen Schritt entschlossen. Nervosität ist nicht vorhanden. Zum einen sehe ich als Chirurg selber, was für hervorragende Resultate man heute mit moderner Technik erreichen kann. Zum anderen haben mir alle hier bereits Augenärzte gelasert und da habe ich volles Vertrauen in die Technik und vor allem die Kollegen. Die Voruntersuchung ist genauso wichtig wie die Operation selber, ist also ein ganz zentrales Element. Also bei Kontaktlinsenträgern kann es durchaus vorkommen, dass wir an die erste Voruntersuchung eine zweite Untersuchung anschließen müssen. Und bei mir sind alle Voraussetzungen für einen optimalen Ablauf gegeben. Das Auge muss aufgesperrt werden, also die Lider müssen daran gehindert werden, sich zu schließen während der Operation. Dies wird mit diesem Lidsperrer gemacht. Was wir als nächstes sehen, ist, dass ein Ring aufgelegt wird rund um die Hornhaut. In diesem Ring kann ein Vakuum erzeugt werden, hier in diesem Bereich völlig freiliegt und eigentlich jetzt dann vom Laser bearbeitet werden kann. Das Licht wird abgedunkelt, um die Fixation zu erleichtern. Wir haben gesehen, die Laserung ist kurz, sie ist schon abgeschlossen. Ich denke, dass Dr. Hafezi wahrscheinlich morgen wieder arbeiten wird können. Ich sehe bereits besser. Man merkt es sofort. Morgen, Kollege. Wie geht's Ihnen? Gut. Wenn ich es vergleiche, ist es wie Tag und Nacht. Und als Laserchirurg eine sehr wertvolle Erfahrung gewonnen. Ich habe mich jetzt einmal auf der anderen Seite der Operation befunden, habe es persönlich miterlebt und das gibt mir sicher einen neuen zusätzlichen Bezug im Hinblick auf die Patienten. Und das ist etwas, das sehr viele Laserchirurgen so in der Form nicht erlebt haben.